Tim Thaler oder das verkaufte Lachen. Endlich! Der Junge mit dem unwiderstehlichen Lachen ist wieder da. Denn der gleichnamige Bestseller wurde jetzt von Regisseur Andreas Dresen modern und fantasievoll für das Kino umgesetzt. Als Tim Thaler ist diesmal Newcomer Arvid Friese zu sehen, der mit seiner Filmfigur auch selbst so einiges gemeinsam hat. Also ich denke auf jeden Fall, würde ich Tim sozusagen kennenlernen, dann würde ich mich definitiv gut mit ihm befreunden können, da er diese freundliche Ausstrahlung hat, sein Lachen einfach und eigentlich auch seinen guten Humor sozusagen. Und Tims Gelächter ist außerdem auch noch ziemlich ansteckend. Doch als sein Vater plötzlich stirbt, ist er verzweifelt. Dem teuflischen Baron Lefouet kommt das allerdings sehr gelegen, denn der möchte unbedingt in den Besitz von Tims Lachen gelangen und es ihm deshalb als Gegenleistung für seine Hilfe abkaufen. Ich habe mich amüsiert und mit Freude das Drehbuch gelesen und dann ein bisschen gekramt im eigenen Hirn nach den Rollen, die ich aus dem Theater kenne, die sich so wie ein Mephisto verführerisch ins Herz von anderen schleichen und dann Böses tun. Gesagt, getan. Doch was wäre, wenn es den Baron tatsächlich geben würde? Könnte sich Arvid dann in so einer Situation vorstellen, dasselbe wie Tim zu tun? Also ich würde mich nur in der Hinsicht dafür entscheiden, wüsste ich, wie man das sozusagen wieder austolerieren könnte. Vor dem Baron an sich hatte ich keine Angst, also ich selbst keine Angst da. Ich wusste ja, wie er drauf war. Also ich kannte ihn ja mit seinem Humor und seiner Art und Weise. Im Film muss er jedenfalls erst einmal auf sein Lachen verzichten, gewinnt dafür aber im Gegenzug alle seine Wetten und kommt so zu sehr viel Geld. Das löst zwar zunächst viele seiner Probleme, allerdings verändert er sich dabei auch. Und davon ist vor allem seine beste Freundin Ida ganz und gar nicht begeistert. Ein Umstand, der ihm schließlich zu denken gibt. Na prima! Das ist ja Tims beste Freundin und ich würde auch sagen, mit einer seiner einzigsten Freunde. Und mit der macht ihr einfach alles. Also ich würde sagen, es ist schon fast so eine Beziehung, also eine sehr, sehr gute Freundschaft, die eigentlich nicht mehr trennbar ist, die noch bis in alte Jahre halten würde. Es macht echt Spaß, mit Arvid zu drehen. Und er ist auch wirklich so ein Tim Thaler, weil er auch gerne lacht und immer irgendwie gut gelaunt ist. Tim muss also versuchen, mit einer List sein Lachen sowie seine Seele vom Baron wieder zurückzubekommen. Und dabei gleichzeitig auch noch seine beiden Handlanger austricksen. Denn ein Leben mit viel Geld, aber ohne Lachen und Freunde, macht nicht wirklich Spaß. Der Baron will etwas von dem Tim, weiß auch anscheinend den Weg, wie er das erreichen kann, nutzt die Verzweiflung des Kindes aus und ist aber dann auch angewiesen auf irgendeine Art von Zuneigung oder auf irgendeine Art von Zubewegen von dem Tim auf den Baron selber. Also er möchte gerne anerkannt sein in dem und er möchte Einfluss gewinnen. Diesen Film macht es sehr einzigartig, gerade diese Botschaft, die dabei rübergebracht wird, dass man nicht alles erreichen kann, nur weil man viel Geld hat. Man braucht definitiv seine Menschlichkeit, zum Beispiel sein Lachen. Mit Tim Thaler oder das verkaufte Lachen ist Regisseur Andreas Dresen eine erfrischende und moderne Neuauflage des bekannten Klassikers gelungen, bei dem wir uns neben tollen Kinderdarstellern auch auf viele bekannte Gesichter sowie einige Gastauftritte aus der Kult-TV-Serie freuen dürfen. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen. Jetzt im Kino.